Willkommen heute nochmal zu einer kurzen Folge von Idle Bouncer. Und Anlass ist im Endeffekt der Shop, der im Nachgang von dem Halloween-Event angepasst wurde. Und dazu aber erstmal direkt ins Spiel, damit ich euch zeigen kann, worum es mir in dieser Folge geht. Okay, also ich bin jetzt wieder aus den Dailies rausgefallen. Und ich habe jetzt in dem Halloween-Event zumindest alles soweit geschafft. Das heißt, das waren alle Items, die zu erreichen waren. Und das Besondere an der Stelle ist jetzt, dass nach dem Halloween-Event, also man hätte nach den Dingern jetzt noch einige Diamanten freispielen können, da hätte man nach und nach was machen können. Aber was jetzt eigentlich aus meiner Sicht das Halloween-Event drastisch entwertet und vor allem die Zeit, die ich gebraucht habe, um diese ganzen Candies dort einzusammeln und den Eimer selber eben auch, ist so ein Deal, der, ja, wo jetzt letztlich alle Halloween-Event-Special-Items für $6 verkloppt werden. Das ist ein Ding, wo ich mir denke, hallo? Wozu spiele ich eigentlich das Event, wenn ich danach für gerade mal $6 irgendwie mir das ganze Ding nachgeworfen wird? Und das ist etwas, was ich an der Stelle überhaupt nicht nachvollziehen kann. Weil damit wird aus meiner Sicht jedenfalls die ganze Zeit, die ich reingesteckt habe, um mir die Sachen hier direkt zu erspielen, ziemlich total entwertet. Und das finde ich halt an der Stelle einfach nur schade und ich weiß nicht, ob man sich da vorher keine Überlegung gemacht hat, weil, also das Spiel musste man schon ein paar Stunden im Endeffekt betreuen und immer wieder reinschauen, um wirklich alle von diesen Teilen hier freizuschalten. Und wenn man jetzt sagt, okay, die das nicht gemacht haben, die nicht gespielt haben, die haben jetzt ein paar Tage lang Zeit, ich glaube insgesamt sind es 8 Tage, was dieses Shop-Item hier laufen soll, und dann bekommt ihr das einfach sozusagen für lau. Das ist vielleicht noch nicht wirklich pay to win, aber letztlich ist es eine enorme Entwertung im Nachhinein. Ich weiß nicht, ob schon vorher Events gegeben hat und ob man da Ähnliches gemacht hat. Es wäre eine Sache, noch irgendwie ein paar Items oder Diamanten rauszuhauen, das wäre ziemlich egal, aber dass letztlich das Teilnehmen an dem Event dann überhaupt nichts Besonderes mehr ist, sondern dass sich jeder die gleichen Vorteile hier holen kann, die man sich letztlich ziemlich mühsam in diesem Event hätte freispielen müssen. Und so eine Preispolitik oder so eine Strategie, wie man dort irgendwie an Geld kommt, egal, Free-to-Play hin und her, irgendwo muss es aber trotzdem aus meiner Sicht ein vernünftiges Element geben, zu sagen, der Spielspaß, die Energie, die ich in ein Spiel reinstecke, darf doch nicht oder sollte zumindest aus meiner Sicht nicht entwertet werden, dass die Leute, die jetzt Zeit investiert haben, nicht dann so weit runterdividiert werden, dass einfach ein bisschen Geld, was man dann ausgibt, und ja, $6 sind jetzt nicht wirklich viel. Und damit ist für mich letztlich der Grund zu sagen, okay, es gibt genug Free-to-Play-Spiele, es gibt genug andere Sachen, mit denen ich mich beschäftigen kann und meine Zeit vertreiben kann, dass so ein Spiel dann damit eigentlich ein K.O. geschafft hat, zu sagen, nee, das passt nicht, das ist mir, da kann ich einfach nicht mitgehen. Das ist nichts, wo ich mir parallel erspielen kann und nicht nur einfach ein paar Vorteile, sondern tatsächlich das gesamte Paket geschenkt bekomme. Da wird es echt kritisch. Und deswegen halt heute die letzte Folge von Idle Bouncer und gleich eben den Abschied davon. Noch als Ergänzung ein bisschen, weil hier habe ich jetzt zwar nicht alle freigeschaltet, aber ich habe ja eben in dem Halloween-Event tatsächlich, ich weiß gar nicht, wie viele Tubes hoch 20, hoch 30 irgendwo, auf jeden Fall eine absurd hohe Zahl, die da zusammengekommen ist, einfach um überhaupt diese Items freizuschalten, weil ich glaube, der Durchmesser war irgendwo bei zwischen 700 und 800, irgendwo in der Dreh hat das, glaube ich, das letzte aufgehört, was man eben hier in, Moment, also hier für das letzte Item gebraucht hätte. Und ihr seht ja, dass die hier jetzt gerade mal immer um 5 steigen. Das heißt, man musste das schon erheblich oft durchgehen und jedes Mal dann eben diese Tubes hochgehen. Und neben den Powerful und Must Powerful und Auto und Auto Jumps gab es dann eben hier das Auto Upgrade, womit dann automatisch, aber trotzdem, man muss die Energiekosten bezahlen, eben ein Tube aktualisiert wurde.
Das später gab es dann nochmal ein Free-Upgrade, was dann eben nach einer entsprechend hohen Activation-Zahl ja, eigentlich das dann ohne Bezahlung macht. Dann gab es noch irgendwelche zwei Sachen, die die Tubes abgegradet haben. Der vorletzte war, glaube ich, dass man die Ability Queue erweitern kann. Dass man eben mehrere Abilities auf einmal hier drin stehen haben kann. Ich weiß aber jetzt leider nicht, ob die parallel laufen oder ob die nacheinander abgearbeitet werden, weil das habe ich nicht ausprobiert. Und der letzte Tube war, da ging es, glaube ich, um die Ghosts. Also ihr seht ja hier die Kugeln. Das hat sich da dann eben auf die Ghosts bezogen. Das heißt, da die ja teilweise sehr, sehr unterschiedliche Werte haben, also hier zwischen hoch 392 und das niedrigste ist 379, auch wenn ich das jetzt auf 396 hochbringen kann, beziehungsweise wenn ich das jetzt improve, ist das jetzt mit 401 gleich wieder an der Spitze. Aber ihr seht, dass die Kugel dann halt keine relevante Energie liefert. Und da konnte man dann einstellen, dass ja, die Differenz, also dass bestimmte Tubes dann, solange die springen, ignoriert werden und eine bestimmte Mindestmenge von dieser Gesamtenergielieferzahl letztlich erreichen müssen. Vorher war es 1%, dann waren es irgendwie 100% oder so weiter. Also irgendwo in der Dreh, dass man auf jeden Fall sicherstellen konnte, dass wenn eine Kugel kommt, sie eher aus dem hohen Bereich kommt, beziehungsweise in dem Fall eben die Geister. Und die anderen Stellen waren noch, mal überlegen. Ach ja, genau, die anderen Updates waren neben der Tube-Höhe. Also das eine war irgendwie, glaube ich, auf die Tube-Höhe, das andere war auf die Ballgröße. Und eben das andere war hier den Auto-Upgrade. Das heißt, dann müsst ihr sie, glaube ich, alle zusammen haben. Also Bounce-Auto-Upgrade ist das eine. Dann die Tube-Höhe, die Ballgröße, dann das freie Update und das Energie-Upgrade selber für dieses hier. Also dieses Amplifier-Upgrade. Also deswegen, das waren, glaube ich, die erstmal standardmäßig, dass man sie noch bezahlen muss. Also hier steht ja, dass die dann trotzdem bezahlt werden müssen von der Energie, die man angespart hat. Das waren dann die vier. Dann kam das freie Upgrade für eben diese Energie-Upgrade und dann kamen die beiden Tube-Verlängerungen. Das müsste es gewesen sein. Also falls ihr das doch noch ein bisschen spielen wollt und dann dort noch weitergehen wollt. Für mich, wie gesagt, ist das mit dieser Aktion einfach erledigt. Weil dazu hat das Spiel jetzt, war das nicht so spannend, wirklich hier diese Candies zu machen. Und es ist schon, hat sich schon eher ein bisschen wie Arbeit angefühlt. Und wenn die dann in der Form entwertet wird, dass man da ein paar Stunden investiert und mit dem Spiel mitgeht und dann, ja, also das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Deshalb heute bloß ein kurzer Blick darauf, um einfach das Spiel abzuschließen und sich davon zu verabschieden. Schade. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.